eine Gastin, so. Sie ist bekannt mit dem Herrn Marz und sie ist nicht ein Lückenfüller in dem Sinn, sondern sie ist als Person selbst ganz alleine auch diese Reise wert, egal woher ihr kommt. So, das mit der mechanischen Uhr, habt ihr mitgekriegt, meine ist nicht elektronisch, ich muss mich ab und zu also bewegen. Wenn ihr auch mechanische Uhren habt, die ziehen sich super beim Klatschen dann auf. So, und ich moderiere die Dame mal an. Sie war bei der Wende schon Mitglied des runden Tisches. Sie war für die Bündnis 90 und später Bündnis 90 Grünen im Bundestag und im Landtag. Und dann muss sich irgendwas ereignet haben im Jahr 2015, Rücktritt von allen Ämtern. So. Sie engagierte sich in der Bürgerbewegung für Sachsen, und zwar eine Sammlungsbewegung für die Mitte. Deswegen ist er auch bei uns so gekommen. So. Und kandidierte auch für die Freien Wähler, hat eine Streitschrift veröffentlicht, na, die Zukunft wird anders. Heute ist sie Strategin, wie sie sich selber nennt, und Beauftragte des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft für den Landeswirtschaftssenat in Sachsen und nach dem Motto, mach Fehler nie zweimal, mit einem ganz großen Applaus und tausend Dank, dass sie das so kurzfristig möglich gemacht hat, Antje Permenau. Vielen Dank für den begeisternden Empfang. Ich bin gestern Nachmittag angerufen worden, heute bin ich hier. Schneller geht's selten. das hat mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist, der angerufen hat, war außerordentlich nett. Und den Herrn Marz kenne ich schon sehr lange und ich erkläre auch gerne gleich warum und dann springe ich auch gerne für ihn ein. Er hat seine Sachen selber vorgetragen, ich trage meine Gedanken vor. Wir sind oft beieinander, vielleicht ist das dann ausreichende Begründung. Herr Marz hat mir 2014, ein paar Wochen nachdem ich alle Ämter niedergelegt habe und dabei war, bei den Grünen auszutreten, gratuliert in einer kleinen Runde. Und ich sagte da, das kommt überraschend, die meisten finden mich ja ein bisschen bekloppt. Weil ich habe bestimmt noch eine große Karriere bei Grünen vor mir, ne? So. Und dann sagt er, nee, Sie treten aus dem falschen Leben aus und beginnen Ihr wirkliches Leben. Ich sage, danke, Sie haben mich verstanden. das ist der Punkt. Und ich gebe durchaus zu, dass da ein, zwei Jahre mit Angst, Verdrängung, Schwierigkeiten, ich hatte damals einen 8-jährigen Sohn, bin alleinerziehend gewesen, ist auch nicht so die Welle, ne? Also man könnte sich einen schlankeren Fuß machen. Nein, das können Sie nicht. Es geht um die Würde. Das können Sie nicht. Man kann sich keinen schlanken Fuß machen in Zeiten wie diesen. Irgendwann kommt der Moment in jedem einzelnen persönlichen Leben, wo man hinstehen muss für das, was einem wichtig ist, was einem persönlich wichtig ist, was das eigene Leben wertvoll macht und gemacht hat. Und man darf es nicht einfach so preisgeben, indem man die Schnauze hält. Das geht nicht. Ich muss sagen, ich habe mich damals aber sehr über die Beglückwünschung von Herrn Marz gefreut, weil er, wie gesagt, einer der Ersten war, die vielleicht auch die Chance in dieser persönlichen Lebenskrise erkannt haben. Damit sind wir beim Thema. Angst. Angst ist eigentlich das Thema. Die Krise kann erst dann zu einer Chance werden, wenn man keine Angst mehr hat. Solange man Angst hat, dass alles noch viel schlimmer wird, solange wird man aus dieser Situation nicht rauskommen, man wird sich nicht rausarbeiten. Also ist Angst ein wesentliches Thema. Das haben auch all diejenigen begriffen, die hier denken, dass sie die Geschicke des Landes leiten. Und die tun natürlich alles dafür, sie in Angst zu halten. Sei es die Angst, ob ihre Rente sicher ist, oder sei es die Angst, dass wir bald hier zu Tode geglüht werden in der Sommerhitze, oder sei es die Angst, dass Leute isoliert werden. Das haben wir bei Corona ja schön ausprobiert, wie das ist, wenn man nirgendwo mehr rein darf und solche Sachen. Ob es die Angst ist,
dass jemand Rache an einem nimmt, weil man nicht mitläuft, nicht mitmachen möchte. Oder die Angst vielleicht, dass man sterben könnte, irgendwie plötzlich und unerwartet. Das trifft ja jetzt gerade die andere Gruppe in der Gesellschaft eher, aber interessant. Oder die Angst, dass man sagt, man fällt in die Bedeutungslosigkeit. Ja, man ist dann niemand mehr. Ich habe all diese Dinge ein bisschen formuliert und eine Freundin von mir, die ein Buchhaus und einen kleinen Verlag hat, sagt, Mensch, Antje, schreib das doch alles mal auf. Ich sage, du weißt ja, ich habe schon 2 Bücher geschrieben. Die Zukunft wird anders, hat kein Schwein interessiert. Habe ich 2015 veröffentlicht, steht drinne, dass ich befürchte als Ostdeutsche, dass die Mauer, die wir eingerissen haben in Deutschland, spätestens in 5 bis 8 Jahren in der Ukraine wieder aufgerichtet wird und Ost und West erneut trennen wird. Da sind wir ungefähr jetzt dabei. Hat kein Schwein interessiert, alle haben mich für irgendwie bekloppte Leute, Personen gehalten, die versuchen will, irgendwie sich wichtig zu machen. Dabei habe ich eigentlich nur warnen wollen, weil ich dachte, muss es denn jedes Mal so weit kommen, dass wenn du eine kleine Blase an der Ferse beim Bergwandern hast, du so lange noch weiterläufst, bis das Ding anfängt zu bluten, muss das jedes Mal so sein? Oder könnten wir mal vorher überlegen? Ne? Mein Gott. Wenn man Demokratie ernst meint, dann ist es eigentlich die Staatsform der Geduld. Man muss sich nämlich zuhören. Und man muss die Argumente des anderen abwägen und ihn nicht gleich für komplett bekloppt erklären und gar nicht hinhören. Und das erfordert Zeit, Ruhe, dass man sich Gedanken machen kann. All das ist in dieser Zeit überhaupt nicht mehr da. Wir sind so sehr unter Raserei gesetzt mit allen Nachrichten und allem anderen, dass eigentlich echte Demokratie gar nicht geht, weil wir es gar nicht schaffen, einander zuzuhören und die ganzen Gedanken mal durch den Kopf gehen zu lassen. Fällt mir sehr auf, und ich bin selber ein Schnellsprecher, aber das fällt mir sehr auf. Und dann sage ich mir, dann kommen auch noch die ganzen Wortverstärker, die wieder ihre Angst bedienen sollen. Ne? Zum Beispiel Klimainferno, ich warte jetzt noch auf diesen Begriff. Wir hatten die Klimakatastrophe und noch andere Steigerungen. Es fehlt nur noch das Klimainferno, dann ist es, glaube ich, nicht mehr steigerbar. Virus war auch eine Viruskatastrophe. Und dann gab es noch die Kriegsgefahr, das wird schon niedriger gehalten, als ob die Kriegsgefahr viel unwahrscheinlicher und weniger wichtig wäre, als von einem Virus angesteckt zu werden oder vielleicht irgendwie beim Sommer mal ein bisschen zu heiß zu finden. Ne? Interessant, wie richtige Gefahren untergehängt werden und nicht wirkliche Gefahren, jedenfalls nicht so flächendeckende Katastrophen, wie es angeteasert wird, nach oben gehängt werden. Manche von Ihnen haben das vielleicht gesehen bei der Tagesschau mit der neuen Farbgebung, wenn der Wetterbericht kommt. Ne? Also das, was früher noch so in, sagen wir mal, so gelblich hineinlief, wenn es über 30 Grad im Sommer war, was normal ist, ne? Ist jetzt im tiefsten Rot und alle Rentner nageln alle Türen und Fenster zu und machen die Klimadinger an, weil sie Angst haben, dass sie gleich sterben werden. Das ist nur Verschämtheit, Unverschämtheit. Sie werden damit konfrontiert und sollen da ruhig bleiben und man versucht ihnen einzureden, dass sie kurz vorm Kollaps stehen. Ich bin übergewichtig, ich bin auch so ein Fall, ne, der dann sofort alles zurammeln muss, weil ich mit 32 Grad werde ich ja sterben. Ne? Also es ist doch verrücktes Zeug. Aber das hat alles Methode. Es ist eben nicht, dass es aus Versehen passiert oder dass irgendein Journalist mal der Gaul durchgeht, sondern das hat Methode. Es ist viel leichter, sie alle zu regieren, wenn man sie dirigieren kann. Es ist viel einfacher. Jeder macht sich's gerne bequem. Und die Journalisten kriegen ja, wenn sie fest angestellt sind, im öffentlichen Rundfunk eine Menge Geld, haben auch eine sehr gute Altersvorsorge. Und die Politiker, das weiß ich ja selber, kriegen auch viel Geld und haben auch eine gute Altersvorsorge. Und das ist natürlich ein Zustand, den man ungern ändert, wenn man es nicht muss. Oder aus anderen Gründen der Meinung ist, dass es mal dran ist, sich zu resozialisieren. Das ist der Punkt. Also man hat uns unter den Corona-Maßnahmen eigentlich flächendeckend im ganzen Land und immer suggerierend auch in allen anderen Ländern auf der ganzen Welt, die Regierungen haben sich vertraut und weiß der Geier was, eine kollektive Ohnmachtserfahrung beschert. Man hat uns allen gezeigt, wie unbedeutend wir sind. Ich habe sowas schon kommen sehen und habe 2019 ein Buch veröffentlicht, das hieß Ansichten aus der Mitte Europas, wie Sachsen die Welt sehen. Weil wir nach 3-4 Jahren Bashing mit uns Sachsen, also Failed State und was die da alles auf den Zeitungen rumgedruckt haben, ja, und dann in Chemnitz und der rasende Mob und so weiter, dabei wollten die Leute in Chemnitz bloß nicht 2018, dass über den Blutfleck des Mitbürgers am nächsten Tag die städtische Kehrmaschine drüber fährt und es war nichts gewesen. Ne?
Also das ging den Leuten auf den Keks, dass man so tat, als sei nichts gewesen und dreht sich auch noch um und sagt, die Chemnitzer sind alle irgendwelche schlimmen Rassisten, die da irgendeinem nachgesprungen sind auf einem Mini-Video, das übrigens von einer interessanten Namensgebung her also Zecken ist, ne? Als Antifa-Gruppe, die das dann veröffentlicht, verkürzt. Also unglaublich, was hier los ist. Und dann springt der Regierungssprecher von der Frau Merkel am Montag früh in die Bütt und sagt, es gab Hetzjagden und Lynchjustiz und was da alles an Worten gefallen ist. Unglaublich. Unglaublich. Und so wird es weitergehen. Man wird ihre Angst davor, isoliert zu werden und nicht mehr dazuzugehören, versuchen weiter auszunutzen. Man wird weiter versuchen, ihren Radius einzuschränken. Das ist, glaube ich, völlig richtig. Damit sie auch nicht so vielen Leuten begegnen und sich ja nicht eine eigene Meinung bilden, wenn sie mal hinter Kleckersdorf dahinter gefahren sind, dann sehen sie die freie Welt und dann sagen sie, ach Mensch, denen geht es ja gar nicht so schlecht, der will ja gar nicht hierher kommen, der hat nur andere Probleme. Oder sie erkennen irgendwas, wenn sie reisen, sie verstehen Dinge, sie treffen andere Leute. Wenn man das unterbindet, dann ist das weniger gefährlich. Ihr Kosmos ist dann kleiner. Das finde ich unmöglich in der Demokratie. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Die Demokratie lebt von der Aufklärung ihrer Bürger. Das ist meine Meinung. Und so geht sie denn ein bisschen voran, das, was ich immer als Entfremdung wahrgenommen habe, was mich auch gestört hat. Ich bin selber ein Großstadtkind, ich bin in Leipzig aufgewachsen und lebe in Dresden. Ich bin nicht vom ländlichen Raum, meine Mutter war vom ländlichen Raum. Ne? Die kam aus Lukas, sagt Ihnen, das liegt bei Meuselwitz, kurz vor Altenburg, ich bin eine halbe Luxe. So, und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt inzwischen eine sich verselbstständigende städtische Elite, die denkt, dass sie die Elite ist, weil sie irgendwas anders machen als die anderen, das ist wahrscheinlich was ganz Tolles, zum Beispiel gendern oder vegan essen oder sich auf Straßen kleben, keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, oder dritte, vierte Geschlechterwechsel oder sowas. Das sind alles so Sachen, naja, was soll ich dazu sagen, damit machen sie sich besonders. Ich will Ihnen gerne mal eine Passage aus meinem neuesten Buch vorlesen, das heißt das große Egal. Und das habe ich geschrieben, weil die Susi sagte, schreibt das alles mal auf, das müssen wir mal diskutieren. Da ging es eigentlich darum, dass uns ganz vieles in dieser Corona-Zeit egal gemacht worden ist, was uns nicht egal ist. Man hat versucht, uns die Dinge sozusagen madig zu machen oder wegzunehmen, die uns wichtig sind, die uns ausmachen. Und das ist ein echter Angriff auf die Würde eines jeden einzelnen Bürgers, jedenfalls in meinen Augen. Und ist ein bisschen schwierig jetzt, auch kriege ich hin hier noch irgendwie. Also, Moment, ich muss es jetzt nur finden, Entschuldigung, das war alles ein bisschen spontan, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Okay, mit diesen ganzen Maßnahmen, mit dem Zuhausebleiben, mit dem Einschränken, wurden viele von uns aber auch auf eine Existenz von empfundener Bedeutungslosigkeit reduziert, der sie mit Familie, Freunden, Natur, Literatur, Musik und Sport eingeschränkt begegnen konnten oder die sie mit Netflix und Alkohol verdrängten. Und es gab auch viele, die immer schon bescheiden gelebt hatten und denen nicht viel fehlte. Sie hatten ihre Existenz schon zuvor als bedeutsam genug für sich selbst erlebt. Und es war vielleicht auch ihre freie Entscheidung und nicht durch Armut erzwungen. Auf diese beständigen, bodenständigen Menschen, die die Nerven behalten, würde ich gerne unsere Zukunft bauen. Wir beobachten in dieser Situation unter Corona-Maßnahmen alltägliche Skurrilitäten, die uns sehr am gesunden Menschenverstand anderer zweifeln lassen. Blockwartmentalität oder nur wenig freundlicheres Belehrungsverhalten treten zuhauf zutage und erschweren den Alltag. War es zuvor das inzwischen mehrheitlich durch anhaltende Volkserziehung geächtete Rauchen oder die Stigmatisierung von Autofahrern als bedrohliche Verkehrsteilnehmer, die auch noch der Umwelt schaden, ist es nun der ordnungsgemäße Sitz der Maske, der Anlass zur allgemeinen Erziehung bot. Parallel wurde man noch mit gendergerechter Aussprache im Fernsehen konfrontiert und auch hier wieder allgemein erzogen. Da trauen sich also Menschen, die oft nicht sehr erwachsen auftreten, andere Erwachsene erziehen zu wollen. Das ist das, was dahinter steckt. Und wer daran zweifelt, verzweifelt, der sollte sich Folgendes vor Augen halten. Es gab eine Zeit, in der es als schick und modern galt, riesige Perücken auf seinem Kopf aufzutürmen, sie mit Mehl zu bestäuben,
in ihnen nistende Mäuse zu ertragen und schwer an ihrem Gewicht zu schleppen. Es war im Rokoko diese Turmhohen Perücken. Ne? Der eine oder andere hat das Bild vor Augen. Das war keine Perücke, das war was anderes. Also an diesen mit schwer Gewicht zu schleppen und die Mäuse zu ertragen. Was wir heute als hanebüchenen Unsinn erkennen, war damals ein Merkmal, um sich vom Plebs, vom einfachen Volk, zu unterscheiden und seiner Existenz wenigstens äußerlich einen besonderen Wert, eine Bedeutung zu verleihen. Es geht irgendwie immer darum, anders zu sein als die anderen, um Gott näher zu sein, um der eigenen Existenzbedeutung einzuhauchen, um sich selbst zu entfalten, um der Umgebung zu entfliehen, in die man hineingeboren wurde. Individualismus ist ein tückisches Gelände. Jedem nach seiner Fasson, das wäre ja eigentlich Freiheit, wird aber schnell zum Machtinstrument, wenn moralisch nicht jeder in dieselbe Schablone passt und man eben nicht alle dasselbe als Freiheit empfinden oder eine andere Vorstellung von Freiheit haben. Das steckt, glaube ich, mehr dahinter. Wenn ich das mal reflektiere, was ich so wahrgenommen habe, als ich immerhin 24 Jahre in sehr unterschiedlichen Regionen und Positionen unter den Grünen wahrgenommen habe, von denen ich einige bis heute geschätze und einige bis heute in besonderer Feindschaft verbunden bin, dann muss ich sagen, es war sehr oft sehr wichtig, sich selbst zu entfalten und das Besondere an einem selbst hervorzuheben. Wie ein Schaulaufen. Ob die Aufgabe gut gemacht worden ist, war zweitrangig. Ich erinnere mich daran, dass ich berufsbegleitend, als wir unter Schröder regiert haben, 2 Tage in der Woche mit erheblichen Arbeitsaufwanden in den Nächten dann studiert habe, und zwar Verwaltungswissenschaften in Speyer, weil ich im Haushaltsausschuss saß, da kommen ihre Steuergelder alle hin. Und weil ich wollte, dass das ordentlich abläuft und nicht bloß mein gesunder Menschenverstand, der übrigens sehr hilfreich ist in der Politik, sondern auch eben in der Sache verstehe, wovon wir reden, habe ich mir dieses Studium angetan. Bin sonntags nachmittags hingefahren, habe dann 2 Nächte übernachtet, habe 2 Tage meine 20 Wochenstunden abgerissen, bin in der Nacht dann um 0.01 Uhr in Mannheim wieder auf dem Zug nach Berlin und war dann früh um 9 Uhr pünktlich im Haushaltsausschuss, wie sich das gehört. Mir hat das nicht geschadet, aber ich wurde belächelt. Es war ja mein 2. akademischer Abschluss. Und warum mache ich das? Ich bin ja schon im Bundestag. Ja, sage ich, um die Arbeit bestmöglich zu machen. Das ist doch eine hohe Verantwortung. 3-stellige Milliardenbeträge und 80 Millionen Leute. Da haben sie mich alle angeguckt. Interessanterweise war der Einzige, der das richtig mal ausgesprochen und honoriert hat, Werner Heuer von der FDP. Die meisten kennen den noch, eigentlich ein sehr sympathischer Kollege gewesen, weil er mal was von Besserverdienenden gemurmelt hat und hat auch gleich seinen Posten verloren. Ne? Da ist die FDP ganz empfindlich. Aber er ist inzwischen auch auf der europäischen Bühne präsent und macht wieder Finanzen. Ich fand jedenfalls interessant, dass er bemerkt hat, dass die Qualität sich einfach dann dadurch positiv unterscheidet. Die Beamten haben das auch gemerkt. Da ich auf Seite 77 den entscheidenden Halbsatz gefunden habe, wo die 5 Milliarden geblieben sind, wurden meine Vorlagen, die ich bekommen habe, auch so aufgearbeitet, dass ich dann hinterher nichts zu meckern hatte. Wenn man Beamtendeutsch kann, ist man im Vorteil, sage ich Ihnen sofort. Also das sind Punkte, Qualifikation, das habe ich damals schon gemerkt und das war vor 20 Jahren, war nicht so wichtig wie die richtige Haltung. Mein Gott. Die richtige Haltung ersetzt Qualifikation. Oder freimütige Bekenntnisse über Sexualverhalten, die eigentlich kein Mensch wissen will, ersetzen fehlende Kenntnisse in Biologie oder wie auch immer. Ich bin wirklich, also das hat eine Blüte getrieben, das hat eine Entwicklung genommen, die ich wirklich also nicht mehr nachvollziehen kann, wie das überhaupt noch so geht. Heutzutage geht es im Deutschen bei dem Wort egal meistens um Gedanken von Gleichgültigkeit, Einfluss oder Wertlosigkeit. Die individuelle Bedeutungslosigkeit von Dingen, von Haltungen und Menschen wird zum Ausdruck gebracht. Die letzten 2 Corona-Jahre waren in dieser Hinsicht wahrhaftig die Krönung. Das Volk merkte, dass es den Regierenden egal war. Die Wirtschaft merkte, dass sie allen egal war. Die Künstler merkten, dass sie besonders egal waren. Viele Menschen kamen offenbar prima ohne Kunst aus.
Und wir wurden alle egalisiert, das heißt gleich gemacht, gleichgeschaltet, egalisiert. Ne? Beim Binge-Watching auf Netflix und Amazon Prime und beim Tragen ähnlicher Masken. Die individuellen, selbstgemachten und farbenfrohen Masken wurden bald zugunsten gleichförmiger weißer Abstandsschnuten untersagt. Und wir alle hatten durch diese Maskenkonformität wieder ein Erlebnis, wie es ist, egalisiert gemacht zu werden. Diejenigen, die besonders rumtönen, dass wir alle uns individuell entfalten müssen, Respekt vor Unterschiedlichkeit haben müssen, legen besonders großen Wert darauf, dass wir alle gleich sind. Die Bevölkerung hat gelernt, sie wird nicht gebraucht. Ihr Diensteifer ist egal. Ihre Bildung ist egal. Ihre Ehrlichkeit ist egal. Und ihre Leistung für die Gemeinschaft ist denen auch egal. Wie viele bekannte Politiker haben mit erschwindelnden akademischen Graden, aufgepumpten Lebensläufen und erstaunlichen Gedächtnislücken bei richterlichen Befragungen der letzten Zeit die Maßstäbe für Ehrlichkeit und Tüchtigkeit drastisch nach unten gezogen? Das scheint neuerdings auch egal zu sein. Die Medien sagen dazu auch nichts mehr. Sie kriegen trotzdem hochbezahlte und wichtige Posten. Wie wirkt das auf Menschen, die ordentlich ihren Berufsabschluss gemacht haben und sich berufsbegleitend weitergebildet haben? Wie wirkt das auf Menschen, denen die Qualität ihrer Ausbildung und ihrer Arbeit nicht egal ist? Also, da haben Sie heute in dem Vortrag, finde ich, von Herrn Wolf eine Menge dazu gehört. Für uns ist es, glaube ich, wichtig, Folgendes zu wissen. Wenn Sie sich nicht treffen, auf der Straße, in Räumen, in der Familie, im Freundeskreis, dann erliegen Sie dieser Vereinzelung und Gleichmacherei. Sie müssen sich treffen und sich gegenseitig vergewissern, dass wir alle noch normal sind. Das ist entscheidend. Und deshalb... bin ich heute gerne gekommen und Herr Marz, das darf ich mit einem Quäntchen Eitelkeit sagen, hat sich sehr gefreut, dass Sie auf mich die Wahl gelegt haben. Vielen Dank.